Aber erzähl doch mal gerade, was passiert ist. Nein. Warum nicht? Weil. Erzähl doch gerade mal, warum du ein Tuch auf dem Kopf liegen hast. Weil ich mir weh getan habe. Was hast du gemacht? Ich habe aus Versehen eine Lampe kaputt gemacht. Wir sind gerade bei meiner Cousine Andrea zu Hause und haben uns hier einquartiert. Und Caro hat gerade mit ihrem Kopf beim Aufstehen die Lampe abgeräumt. So eine dicke, fette, weiße Glaslampenkugel abgeräumt. Wir machen uns jetzt fertig und dann werden wir uns mit dem Hinak treffen, mit dem ich schon super viel geschrieben habe, den ich über Australien Vlogs von ihm kennengelernt habe. Und in Australien hat es ja leider nicht geklappt und deswegen machen wir das heute in Hamburg. Und wir haben noch Wohnungsbesichtigung. Ich zeige euch noch die Lampe, die Caro gerade abgeräumt hat, und zwar diese Riesenkugel hier. Ich habe Karos Jacke an. Kann ich nur nicht zumachen, sonst ist okay. So eine Scheiße, wenn es so regnet, da weiß man überhaupt nicht, wohin mit der Kamera, ey. Das wird alles so nass. Das ist so eine Scheiße. So, und jetzt haben wir uns mit Hinak hier vom Apple Store am Jungfernstieg verabredet. Oh, jetzt gucken wir mal, wo er steckt. Da ist er. Ich hab ihn. Da steht er. Ich habe ihn gefunden, wie er die Sachen bewundert. Komm mal hier drüber. Hinak. Hi. Na? Na? Den Hinak, den habe ich schon, bevor ich nach Australien bei YouTube... Echt? Ja, klar. Ich habe schon am Anfang mal ein paar Videos gesehen. Voll krass. Als ich so meinen Channel eingerichtet habe und dieses ganze Thema YouTube... Ich hatte ja vorher keine Ahnung. Im Januar wusste ich noch nicht mal, dass es YouTube-Channels gibt. Was, echt nicht? Nee. Das ist voll hier. Was lustig ist, das erste Mal, dass ich jemanden treffe, den ich vorher nur über YouTube kannte. Wir haben ja schon viele Leute über YouTube getroffen, aber die meisten kannten uns ja nur, aber wir kannten die Leute nicht. Bei Jim Block gibt es keine Nummern, sondern Straßennamen und die werden aufgerufen, um sein Essen abzuholen. Hat sich unsere Gruppe hier noch vergrößert. Die Backpack Bros sind gerade noch gekommen und wir sitzen jetzt hier und unterhalten uns ein bisschen, lernen uns ein bisschen kennen und tauschen ein paar Australien und Film und sonstige Infos aus. War lecker? Ja, Glückwunsch übrigens zu den 2000 nicht so? Abonnenten. Deins nicht so? Ja, danke, ne? Ganz geil. Ich fand's auch ganz okay. Also ich habe bessere, also da ist der Create Your Taste von Macis geiler. Bei typischem Hamburger Wetter. Lukas und Yannick, die zeigen uns jetzt mal ein bisschen Hamburg. Das sind nämlich die einzigen Locals hier. Genau. Aber mehr Locals als wir. Wir sind ja hier gerade auf Wohnung. Wir ziehen ja jetzt alle in Norden. Alle in Norden. Am YouTube-Vloggen, also ich habe das Gefühl, wenn man nicht mehr alleine rumläuft mit Kamera, wird man aber gar nicht mehr so blöd angeguckt. Nee, dann denkt man, das ist halt, die filmen sich gegenseitig, ne? Ja. Und die, man das filmt kann, nicht. Ja, tun wir ja auch im Endeffekt. Aber ich muss sagen, die Australier waren so beim Vloggen irgendwie, cooler, hat die das überhaupt nicht so gestört wie die Deutschen. Die Deutschen gucken extrem irritiert, wenn du diese, vor allem die große Kamera hier, die wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Also bei dem Ding ist immer noch der Vorteil, die denken einfach so, ja, ein Selfie-Stab. Da wird man ja schon doof genug mit angeguckt. Aber ich glaube, in Australien lag das auch ein bisschen daran, dass wir halt alle mal Deutsch geredet haben mit der Kamera und dann war halt so direkt... Genau, klar, ja, Turi, genau, ja. Der filmt sich halt eine Runde. Wir haben einen kleinen U-Bahn-Shit, weil es so am Regnen ist. Ich muss nach Kiel über die Pinneberg. Die haben eine Wohnungsbesichtigung. Wir haben Wohnungsbesichtigung. Warum? Die Superstars. Viel Erfolg bei der Wohnungsbesichtigung. Danke. Ich glaube, ich muss da lang. Wir müssen wieder da lang, ne? Ja, wir müssen da. Okay. Dann tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Ja. Wir sehen uns. Ja, machen wir. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ach, herrlich. Ich finde das schön, jetzt auch mal mit anderen Leuten auszutauschen, die den gleichen Spuk machen wie wir. Auf jeden Fall. Mega cool. Und so, das ist einfach die Probleme zum Teil die gleichen sind und das einfach so, ja, doch, es immer Überschneidungen gibt. Sehr cool. Und jetzt müssen wir noch einkaufen gehen.
und sind jetzt hier gerade noch in der Stadt und ich brauche auch noch was zum Anziehen für die Hochzeit. Vielleicht finde ich ja jetzt gerade auf die Schnelle was, weil mein Cousin nächste Woche heiratet. Nein, diese Woche. Es ist diese Woche. In 3 Tagen quasi. Ja, bitte. So, wir gehen jetzt. Wir müssen jetzt einkaufen. Ich packe die Kamera weg, weil es so regnet.